Morgen. 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 So, mein Schatz. Ah, schön. Ist was mit der Milch? Hast du keine Brause? Brause zum Frühstück. Ich mach müde Männer munter. Ich will aber Brause. Das heißt, ich möchte. Hm? Okay. Tu mir einen Gefallen. Bring es doch Tante Müller vorbei. Ja, ja, Frau Doktor. Gibt's mir was Salz, bitte? Okay. Ja, nee. Muss ich mal riechen? Moin, Vater. Moin, Major. Steffi! Und das wischst du jetzt auch weg? Ich mag schon. Christa, ich muss. Ja. Guten Morgen. Wo ist Waffen? Guten Morgen. Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist denn das? Was? Hier. Das hat mir Oma Anna geschenkt. So. Das ist ja kein Wunder, wenn du dein Frühstücksbrot nie auf isst. Hm? Also du solltest der Anna wirklich mal was sagen jetzt. Oh. Oh, Oma Anna, du siehst aber schön aus. Morgen. Starka. Verdammt nochmal, heute ist doch der 20. Ja. Mittags müssen wir los. Wohin denn? Zum Teufelseck. Heute ist der Todestag von deinem Ur-Ur-Opa. Todestag? Naja, das ist der Tag, an dem ein Mensch gestorben ist. Und deshalb fahren wir heute zum Teufelseck, wo dein Ur-Ur-Opa im Hochwasser ertrunken ist. Darf ich damit? Aber ja. Du gehst in den Kindergarten und du in die Schule. Ja. Gar nicht. Stör Oma Anna nicht beim Frühstück. Also ich komme nicht weg. Ich muss den Bullen abliefern. Ich kann auch nicht so wenig, wie wir noch sind. Und alleine kann sie auch nicht starken. Ja, das weiß ich doch. Bei ihren Augen. Okay. Da habt ihr nicht gesagt, dies Jahr fahren wir am Sonntag drauf hin? Ja, das stimmt. Am Todestag geht man hin. Aber Großmutter, wir arbeiten doch alle. Wir haben früher auch gearbeitet. Und nicht weniger. Dem Opa kann es doch egal sein, ob heute oder so. Gerda, Entschuldigung. Sonntags gehe ich immer in die Kirche. Und mit dem Auto? Die Straße zum Hochwald, die ist doch fertig. Ja, das ginge. Ja. Dann wäre ich in einer Stunde zurück. Was sagst du dazu, Mutter? Mit dem Auto. Mit dem Auto soll ich fahren. An diesem Tag. Tag, Frau Lutki. Ha, Tag, Ernst. Sie haben mich wohl nicht gehört. Und du auch nicht, Rex. Bist heute früher dran. Ja. Deshalb haben wir dich auch nicht gehört. Ich muss Zeit reinholen. Mhm. Bei Kopf ist heute Schlachtefest. Na, und da muss ich doch mal reinsehen. Bei wem, Kopf? Nee, beim Bruder. Setz dich. Wilhelm liegt nicht auf meiner Strecke. Na, eben. Hier. Ein Brief. Von eurem Thomas. Ist aber für ihre Schwiegertochter, Else. So. Ja.
Sagen Sie bloß, es ist schon wieder ein Jahr rum. Ja. Jedes Jahr sind wir an diesem Tag hingefahren. Mit dem Kahn. Das weiß ich doch. Na du. Aber meine Familie, die hat's vergessen. Vergessen diesen Tag. Naja, die alten Sitten. Haben sie keine Zeit mehr für. Der Weg bis zum Teufelseck ist ja auch ganz schön weit. Und das mitten in der Woche. Für meinen Schwiegervater war er damals nicht so weit. Und das bei dem Hochwasser. Der war auch so ein ganz besonderer Mensch. Tag, Stacke. Tag, mein Kind. Tag, ihr Semmle. Tag auch. Du, ich hab doch nicht frei bekommen. Ach, schade. Aber nimmst du sie mit für mich? Danke. Macht's gut. Diese Michaela. Wenn da so eine Hochwasser waren, wieso ist er dann mit dem Kahn rausgefahren? Es ging nur um die Kuh. Da wolltest du von den überschwemmten Wiesen holen. Ach, und die Kuh? Die ist auch gluck, gluck, gluck. Ja, wie sein Großvater. Ja, warum war die Kuh denn so weit weg? Ich meine, am Teufelseck? Es war doch gar nicht unsere. Nicht eure? Nee. Wem hat die denn gehört? Na, der Familie von der Tante Hulda. Ja, die lag krank im Bett, weißt du? Und was war eben los? Ach, so war das. Ja. Mit deiner Kochkunst, Else, könntest du als Köchin im Grand Hotel anfangen. Also, wenn er mich ärgert, dann mache ich das auch. Die Ramona, die nehme ich mit. Hat denn dein Mann schon Feierabend? Fährt doch seine Mutter. Ja, du weißt doch, wenn man sie geht. Mutter, wir können. Du musst doch Steffi abholen. Warum Steffi? Weil sie noch nicht mit war. Zur Zeit. Alle Ludkis sind in diesem Alter zum ersten Mal mitgenommen worden. Du auch. Ja. Na, siehst du. Eile, mein Sohn, ist bei dieser Fahrt nicht gut. Ja. Für Lisi wird das in Berlin aber auch eine Umstellung. Ach, ich wohne parterre, da kann sie immer rein und raus, wie sie will. Kann man sich gar nicht vorstellen. Bei Berlin denke ich immer an Hochhäuser. Naja, 6 Stockwerke hat unser Haus auch. Die WZ am Abend habe ich noch übrig. Ach, danke schön. Natürlich von gestern. Ich sag's dir immer, wenn ich sie nicht hätte. Das ist unser Flussmeister. Seine Frau ist vor 5 Jahren gestorben. Er hat 3 Kinder. Der muss sich hier um die Schleuse kümmern. Ja, das muss er wohl. Tag. Tag. Na ernst, da kann ich ja gleich unsere Post mitnehmen. Auf dem Eichenhof war ich schon. Ach so. Dein Großer hat geschrieben. Der ist bei der Fahne. Na endlich. Die Anna ist ja heute auf großer Fahrt. Ja, ja. Und ich werde auch wieder. Komm, ich schieb dich an. Ich muss mich noch um die Schleuse kümmern. Ich glaube, der hat was gemerkt. Na und? Musst du gleich wieder weg? Ein bisschen Zeit habe ich schon. Wie lange soll ich denn noch auf euch warten?
Nee. Na, der kommt. Und ab! Stella. Mutter, wir hatten ausgemacht mit dem Auto. Ja. Ihr. Opa, mit dem Kahn ist doch viel schöner. Aber du fasst mir das Rudel nicht an, ich fahre. Das gibt's doch nicht. Was denn? Da hat sie sich doch wieder durchgesetzt. Wer denn? Und Steffi auch mitgenommen. Was, deine Kleine? Ja. Sag mal, was regst du dich da so auf? Also, dass mein Vater sich immer wieder rumkriegen lässt. Das war ausgemacht, sie fahren mit dem Auto. Dann lad sie doch um in dein Auto. Sowas kann man mit der Starker nicht machen. Starker? Was ist denn das? Die ganz Alten. Die heißen bei uns so. Das ist Sorbisch. Starker. Klingt schön. Oma, warum ist denn der Opa ertrunken? Konnte er denn nicht schwimmen? Und wo ist der jetzt? Steffi, wenn wir das wüssten. Bist du müde? Komm, leg dich hin. Ja som si lupo va la vele vece astem je. Ja som si lupo va la vele vece astem je. Ja som na tebe stajla si knu moju nažeju. To ty zawiesz czewie. Das ist nun schon so lange her. Betrunken sind damals viele. Aber warum hat man ausgerechnet ihn nicht gefunden? Thank you.
Hoffmann, ich bin fast bei dir. Auf die Hilfe, Mutter! Kümmer dich um. Auf, mein Schatz. Alter Fritz, versenkt den Kahn. Ich danke dir, Gott, dass du kein großes Unglück zugelassen hast. Bei dir alles in Ordnung, Mutter? Steffelein, wie konnte denn das passieren? Ja. Können Sie die Kleine bitte mit ins Warme nehmen? Ach, ja, bitte. Selbstverständlich, aber Sie kommen auch mit ins Haus. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt werden Sie sich aber den Mäuler zerreißen. Müssen wir erzählen, dass du gestärkt bist? Wenn ich mich angestellt habe, dann stehe ich auch dazu. Ich bin gestärkt. Du. Glaub mir, Mutter, es ist besser so. So, Steffi, nun bist du versorgt. Woher weißt du denn, wie ich heiße? Da weißt du. Steffi! Steffilein! Du bist der Nass oben. Ja, Sie können sich im Badezimmer umziehen. Ja, danke schön. Meine Tasche. Meine Tasche ist weg. Ist die abgehoben? Ich kümmere mich. Nee, da muss ich mit hin. Sie ziehen sich die nassen Sachen aus. Ihr Sohn macht das schon. Kommen Sie ins Bad. Ja, kommen Sie! Kommen Sie! Mein Papi auch. Ach, solche gibt es wie Sand am Meer. Aber die sieht genauso aus wie Papi seine. Schau mal, Steffi, was ich hier habe. Die sieht aber putzig aus. Ich schenke sie dir. Danke. Kommen Sie. Setzen Sie sich erstmal hin und wärmen sich ein bisschen auf. Dankeschön. Nein, dann. Das ist schon gut. Nichts. Oh mein Gott. Weißt du, dass du deiner Großmutter immer ähnlicher wirst, Gerda? Oh, sagen Sie doch nicht sowas. Wenn einer in der Familie nach Oma Anna kommt, dann ist es Michaela. Und nicht nur wegen der roten Haare. Rot ist gut. Grau meinst du? Sie müssten es ja eigentlich wissen, dass die nicht immer grau war. Und ob ich das weiß? Anna sah immer toll aus. Die sorbische Tracht, die Haube, darunter kam das rote Haar vor. Die schöne Anna. Also Oma gefällt ihnen immer noch. Und was ist mit Tante Hulda? Hulda? Das ist auch eine patente Frau. Was kann da Waldemar? Das war so schön. Das ist aber gut, ne? Ach, Tante Hulda, gerade haben wir von dir gesprochen. Gerda, Waldemar, habt ihr schon gehört? Ja, was denn? Der Fritz ist mit einem Kahn umgekippt. Mit Anna und Steffi. Oh, die wollten doch mit dem Auto dahin. Ich hab's geahnt. Anna nimmt einen Kahn. Oma soll zum Wehr getrieben sein, ob sie im Krankenhaus aber sind. Sie kann doch nicht schwimmen. Nun, Steffi, die kann doch auch nicht schwimmen. Unsinn, das Fließ ist doch nicht der Mississippi. Mein Gott, dass Fritz sowas passiert. Steffi! Oh, mein Gott.
Wir sind schon ganz froh. Nein, lass mal, danke schön, das geht schon. Nochmal schönen Dank. Ist alles in Ordnung, Anna? Endlich bist du Anna. Mein Gott, das gute Stück ist hin. Ja, ja, Hulda, aber was viel schlimmer ist, meine Handtasche ist weg. Mit allen Ausweisen. Papa, Papa. Na, meine Kleine. Diese Puppe hat mir die Tante geschenkt. Welche Tante? Die. Mhm. Die? Hm? Entschuldigen Sie. Wir müssen jetzt rein. Komm. Und du auch. Wiedersehen. Bist du also nicht mehr losgeworden? War schon zu. Schon zu. Warum war schon zu? Weil du zu spät gekommen bist. Müssen wir ihn das nächste Mal wegschaffen. Was das an Futter kostet. Jetzt auch noch der Ochse. Ob das andere nicht schon reichen würde. 100 Jahre bist du Fährmann und du starkst dein Eigenfleisch und Blut an den Rand des Grabes. Red keinen Unsinn. Ach, was ich sage, ist Unsinn, ja. Wenn deine Mutter ihren Kopf durchsetzt... Else! Ach, wer ist denn statt mit dem Auto mit dem Kahn gefahren? Wer hat denn Mutter wieder nachgegeben? Du! Solange wir verheiratet sind, geht das so. Schluss jetzt! Immer ist sie auf ihre Art zum Teufelseck gefahren. Und ich sage dir, ich achte es bis zu dem Tag, an dem sie nicht mehr kann. Auch du wirst älter. Ist er noch weg? Ja, Tante Hulda nach Hause bringen. Ach so. Nützen würde ich mich auch dünner machen bei der Stimmung hier. Geht er auch nicht da. Und dann kommt noch mit. Ihr wollt wohl noch wegfahren, ja? Ja, Tante Hulda nach Hause bringen. Dann sitze ich mit allem alleine hier. Hm? Was ist denn los? Wasser muss noch geholt werden. Waschen wollte ich auch noch, zu gar nichts bin ich gekommen. Sabines Bluse, die muss auch noch gebügelt werden. Ach, das halte ich nicht mehr aus. Hast du was gesagt? Die bringt doch hier alles durcheinander. Wer? Wer? Anna. Anna? Immer muss es nach ihr gehen. Die bringt uns noch ins Unglück. Was soll denn das? Und an das Gerede im Dorf, na, da darf ich überhaupt nicht dran denken. Was ist denn mit Else? Wir können, Tante Hulda. Wo ist denn Waldemar? Der ist noch bei Anna. Wir sollen nicht warten. So. So, hätten wir einen, ja? Ja. Gerda, kümmere dich um meine Mutter, ja? Ich komme gleich zurück. Oma, Steffi hat einen ganz roten Kopf. Mein Gott. Und Hans ist weg. Da musste ja noch was kommen. Sie will andauernd trinken. Ich komme gleich. Bestimmt Fieber. Ruf die Christa an, die hat noch Sprechstunde. Das ist der Tag. Mein weniger Vater pflegt immer zu sagen, langweilig ist es mit dir nicht, mein Sohn Waldemar. Dasselbe könnte auch für dich gelten, Anna. Da schlägt ihm fast den Boden aus. Steffi ist todkrank, Fritz spricht nicht mehr mit mir und macht sich zum Gespött der Leute als Kahnversenker und alles, weil du deinen dicken Kopf mal wieder durchgesetzt hast. Aber das sage ich dir, du, wenn mit der Steffi was ist, dir vertraue ich sie nicht mehr an. Dir nicht. Lieber nehme ich mir von der Arbeit frei. Jawohl. Was ist da los, Anna? Warum lässt du dir sowas bieten? So kann deine Schwiegertochter vielleicht mit ihren Kindern reden, aber nicht mit dir. Fritz hat den Kahn nicht gestärkt, sondern ich. Ach, du Donnerwetter. Ja. Jetzt weißt du es. Als Einziger.
Hallo, Schwiegervater. Ist was mit Gerda? Nee. Else. Komm rein. Also. Krach mit Else? Wenn es nur das wäre. Ich glaube, morgen geht's ja schon viel besser. Hm? Nacht, mein Schatz. Schlaf schön. Du schläfst jetzt auch. Das ist nicht so schlimm. Mhm. Ich zieh mal nach Anna, ja? Mhm. Na? Hier, mein Spazier, Saft. Wir sind aber nicht. Wieso denn? Ich denke, du hast Durst. Ja, aber Cola. Cola? Na, also nur hör mal, ist aber gut. Da schläfst du doch nicht. Doch, Oma Else gibt mir immer welche. Na prima, da werde ich mal mit Oma Else reden, was? Hm? Ich lass aber stehen hier. Falls du nachher noch Durst hast, hm? Na? Schlaf gut, Sabine. Tschüss. Aber lass die Tür ein Stück auf. Ja, mach ich. Was ist mit Anna? Sie schläft jetzt. Musste sie auch Steffi mitnehmen. Du kennst auch Anna. Immer die beiden Omas für die Kinder. Ich weiß. Ich müsste mich mehr kümmern. Die Kinder brauchen eine Mutter. Ich habe da jemanden kennengelernt, die heißt Regina. Regina Müller. Sie macht ein paar Tage Urlaub im Häuschen ihrer Tante. Ansonsten wohnt sie in Berlin und ist Krankenschwester. Naja, wenn du hier ein halbes Leben lang Arzt wärst, dann wüsstest du auch alles. Weiß es die Familie? Von mir nicht. Tja, aber warum eigentlich nicht? Mensch, Christa. Du weißt doch selber, was hier los war, wenn ich jemanden mitgebracht habe. Du kennst doch Mutter. Übertreibst du nicht ein bisschen? Nein, tue ich nicht. Außerdem, ich muss mir ganz sicher sein. Du bist dir also noch nicht sicher. Regina hat in Berlin ihre Arbeit. Ihr zu Hause. Was willst du denn hier? Am Ende der Welt.
Witwe mit 3 Kindern. Zum Beispiel dich heiraten. Ach, Christa. Ich bin eine Sommerliebe. Gott sei Dank. Ja. Dein Ausweis, Anna. Den habe ich nicht mit. Du weißt genau, ohne Ausweis kein Geld. Sag mal, Martha, wie lange kennst du mich nun schon? Das hat damit nichts zu tun. Ich habe meine Vorschriften. Können Sie sich ausweisen, Frau Ludke? Das ist zu viel, Martha. Du kennst Anna ganz genau, wie uns alle hier. Was mischen Sie sich ein, Herr Seemann? Hast du das gehört? Plötzlich sagt sie zu uns. Martha, das hätte ich nicht von dir gedacht. Dann hebe ich was für dich ab. Nein, lass das, Waldemar. Ich habe auch meinen Stolz. Martha, du bist heute garstig. Und sowas hast du für deinen Hans ins Auge gefasst und beinahe ins Haus gebracht. Da können wir nur dem lieben Gott danken, dass das nicht wurde. Ja, ja. Wie man sich in einen Menschen täuschen kann. Komm. Ich schreibe dem Minister. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Ja, ich bringe Steffis Sachen. Danke. Dankeschön. Und hier. Oh mein Gott. Wir wollten gerade hin und suchen, dass sie die erwischt haben. Das war reiner Zufall. Oh. Ach, na. Ob der noch gültig ist? Vielleicht könnte man ihn trockenbügeln, Frau Ludke. Geht denn das? Ja, man müsste es mal probieren. Übrigens, bitte. Danke. Alle nennen mich Oma Anna. Oder Starke. Fräulein weiß da nicht, was das ist. Oder Frau. Man nennt mich Regina. Naja, Fräulein oder Frau? Einfach Regina. Aber ich bin nicht verheiratet, wenn Sie das meinen. Ich bin Michaela. Ach, die Tochter von der Ärztin, ja? Meine Mutter stammt auch aus Berlin. Und sie konnte sich ohne weiteres hier einnehmen? Na, warum nicht? Tja, warum nicht? Wollen Sie nicht am Sonntag zu uns zum Essen kommen? Na, ich würde mich freuen. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Fritz, ne? Was sagst du dazu, dass ich meine Tasche wieder habe? Was? Die junge Frau hat sie mir durchgebracht. Hat dir das Else nicht erzählt? Aha. Dann redet er also immer noch nicht miteinander. Dann will ich Else doch erzählen, wie es wirklich war. Nein. Ich halte es aber für richtig. Ich nicht. Ja. Wohl ist man nicht dabei. Lass es so, Mutter. Dein Rock, den habe ich dir mitgewaschen. Ja, den guten, du weißt schon. Ach, das hätte ich ja auch selber machen können. Ja, ich dachte, du willst ihn vielleicht Sonntag wieder anziehen, ne? Danke, Else. Ja, ist wieder wie neu. Aber bügeln tue ich ihn selber. Ach, ist nicht nötig. Ist schon passiert. Ich war gerade dabei. Steffi kann ihn dir dann, kann ihn dir raufbringen. Und heißt es doch in Psalm 18, Vers 17, er streckte seine Hand aus von der Höhe und holte mich und zog mich aus dem Wasser. Ja, liebe Gemeindemitglieder, diese Gnade des Herrn haben auch jüngst 3 Menschen erfahren, die unter uns in Kaupsdorf leben. Deshalb lasst uns danken und beten. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen.
Amen. Amen. Ach, da ist der Waldemar. Ja, ja. Guck mal. Ach, Waldemar, wenn du gehört hättest, was der Pfarrer über uns gesagt hat. Du meinst über Anna? Ja, ja. Schön war das mit die Hand ausstrecken aus der Höhe. Geht's dir nicht gut? Na eben, du bist gar nicht fröhlich. Und dann hat der Pfarrer noch Folgendes gesagt. Psalm 18, Vers 17. Warst du etwa auch in der Kirche? Hey, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Ach. Guten Tag, Frau Lutzki. Ah, guten Tag. War das diese? Ja, Regina. Eine dufte Biene, der Hü. Sag mal, wie gefällt's denn dir? Meinst du, das wäre was für Hans? Nachtigall, ich hör dir trapsen. Ihr wollt wohl wieder kuppeln, was noch da wird, er sich aber freuen. Erst wollte ich ihn mit Martha zusammenbringen, dann soll es die Tochter von Marlo sein und mit Elvira ist auch schiefgelaufen. Misch dich da nicht rein, du verknöcherter Junggeselle. Na, altes Mädchen, hast dich wohl doch erkältet, was? Erst dufte Biene und dann altes Mädchen. Du bist ein feiner Kavalier. Ja, lass mal, Nulda, ich weiß doch, wie der es meint. Hey, Horst, guck mal, wer da kommt. Ja, ob er vielleicht heute mal ins Wasser fällt? Ob deine Engländer noch auf schwimmen können? Frag lieber vorher, bevor sie einsteigen. Hallo, Fritze. Na, willst du heute wieder im Kahn versenken? Was wisst ihr schon? Nimm sicherheitshalber Rettungsringe mit. Oma, so lange wollen wir noch machen. Aber wir wollen doch am Montag abliefern, Blümchen. Oh Mann, nimm mal diese Schinderei. Schinderei. Weißt du überhaupt, was das ist? Papa, guck mal, da kommt Opa. Na, sowas. Ich denke, da hat irgendwelche Engländer heute. Vielleicht ist denen zu kalt. Gerda, frag du doch mal Vater, warum er schon wieder hier ist. Wollt ihr nicht mal wieder miteinander reden? Mahlzeit. 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 Stellt euch vor, Vater hat die Engländer sitzen lassen. Das ist ja ein Ding. Ja, der Hafenmeister hat eben angerufen. Ja, das soll er mal alleine ausbaden. Aber das geht doch nicht. Das ist... Dieter, kannst du nicht für Fritz einspringen? Wenn es um die Familie geht... Dieter, nur über meine Leiche. Oh, jetzt hat's was. Warum denn nicht? Einer von uns muss... Ja, du kommst ja jeden Abend aus deinem Kraftwerk nach Hause, aber Dieter hockt die ganze Woche auf seinem Schwimmbagger. Nee, der bleibt hier. Ja, der kommt, ist ja gut. Ich habe nur gedacht, weil er einen Schein hat. Also ich finde auch, Dieter könnte wirklich. Natürlich! Günther! Mach das Mädel nicht verrückt. Sabine, Steffi, Essen! Wie wär's denn mit Waldemar? Der hat doch den Schein. Waldemar geht. Na, mit einem schönen Gruß von dir macht das bestimmt. Ja. Also gut, auf zu Waldemar. Oma Anna, da draußen ist eine Frau. Von der habe ich die Puppe bekommen. Guten Tag. 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 Besuch? Auch Else. Das habe ich ganz vergessen, dir zu sagen. Entschuldige, aber Fräulein Regina, die sollte mal so ein richtiges Spreewald... Essen kennenlernen. Guten Tag, Fräulein Regina. Guten Tag. Bitte schön. Ach, danke. Nehmen Sie Platz, bitte. Nee, nee.
Hier. Komm. Ja. Na, wollen wir mal, ne? Ob das Essen reicht? Hans, du kannst noch ein paar Kartoffeln holen. Aber Vaters Essen sparen wir doch ein. Dankeschön. Gehst du nun? Na, Steffi, alles wieder okay? Ist doch nicht so schlimm, ich hab doch die Puppe. Sonntags, da essen wir immer alle zusammen. Sie brauchen sich doch meinetwegen keine Umstände zu machen. Du geh auf deinen Platz. Hast du nicht gehört, was Oma gesagt hat? Aua, du tust mir weh. Da ist dein Platz. Manne! Ein schöner Strauß, Fräulein Regina. Wie lange bleiben Sie denn noch? Ich fahre heute noch nach Berlin. Sozusagen mein Abschiedsessen. Na dann. Ach, heute schon. Danke, Hans. Aber ich denke, das reicht doch für alle. Hans, ich habe gewartet. Stell du doch bitte mal Regina, die Familie vor, hm? Dann muss ich wohl. Meine Mutter. Mensch, Waldemar, dich schickt der Himmel. Wieso der Himmel? Fritz will, dass ich seine Tour übernehme. Er fühlt sich nicht. Das fällt mir ein Stein vom Herzen. Die englische Reisegruppe wartet schon seit einer halben Stunde. Den Ausfall hätten wir dem Reisebüro ersetzen müssen. Was Fritz das so krumm genommen hat. Na, sein Englisch ist schlecht. Chinesisch spricht er besser, das weißt du doch nicht. Ladies and Gentlemen, please come to me. Oh, it's nice. Und dass dem Netze dieser Spraykanäle nichts von dem Zauber von Venedig fehle. Durchfurcht das endlos weite Flussrevier in seinem Boot. Der Spreewald konnte wir. Theodor Fontane. Übersetzen Sie mal, junger Mann, aber richtig, wenn ich bitten darf. Hier bin ich ja noch nie vorbeigekommen. Darf ich doch nicht wieder vorkommen. Ist eine kleine Extraeinlage zu Ehren der Königin von England. If you miss the charm of Venice, look at our Spreewald-Gondolier. Guck mal, da kommt Onkel Waldemar. Wo? Oh, so ein verrückter Kerl. Das ist der Eigenhof der Familie Ludke. Sie sind seit 1635 hier angesiedelt. Seit wann, sagen Sie? 1635. They have been living here since 1635. Die Frau dort auf dem Hof ist eine Spreewalder Berühmtheit. Es gibt niemanden hier, der sie nicht kennt und achtet. Frau Anna Ludke hat... Halt, so schnell kann ich nicht übersetzen. The woman in this farmyard is a very famous person in Spreewald. Everybody knows her. Her name is Anna Ludke. Sag mal, bilde ich mir das ein oder war deine Mutter so komisch zu mir? So reserviert? So ist sie zu jeder, die mich nur ansieht. Warum denn? Wegen der Kinder. Sie soll hier keiner wegnehmen. Sie tut dir gerade so, als wollten wir morgen heiraten. Das wollen wir morgen nicht. Oder? Adresse hast du ja, falls du mal nach Berlin kommst oder mir schreiben willst.
la mole. Wenn Scherben Glück bringen, hast du ausgesorgt. Nun nimm dir das doch nicht so zu Herzen mit deinem Fritz. Sie haben ihn vorgeladen. Was? Wegen der Engländer. Der Vorstand der Fährleute. Vorladung, Herrn Fritz Luttke. Vor den Vorstand der Kahnfahrer. Trink nicht so viel. Die Engländer kommen nun mal auf dein Konto. Stimmt. In Ordnung. Warum hast du eigentlich nicht gesagt, dass Anna gefahren ist? Warum soll ich sagen, dass sie gefahren ist? Natürlich ist sie gefahren. Jedes Jahr ist sie zum Teufelseck gefahren. Nee, nee. Ich verstehe nicht. Nee, verstehst du nicht? Versteht Elsa auch nicht. Ich meine, dass Anna den Kahn... Du sagst nichts gegen die Starke. Was Mutter in all den Jahren für uns getan hat. Den Kahn auf Grund gesetzt habe ich... Er macht da dein Gesicht, als ob Vater wegen Raubmordes vor Gericht steht. Günther. Na ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele Fährleute schon mal eine Tour geschmissen haben. Was wollen die schon machen? Wir haben ihnen vielleicht eine Geldstrafe aufbrummen. Oder eine Zeit lang nicht mehr starken lassen. Das verkraftet er nicht. Das hat ihn jetzt schon mächtig mitgenommen. Was hilft's? Wer Mist baut, der muss ihn auch ausbaden.
Was dauert denn da so lang? Da bist du ja, mein Sohn. Na, was hat der hohe Vorstand verkündet? Eine Strafe müssen wir zahlen, wegen der Engländer. Da kannst du ja froh sein, dass sie dir das Starken nicht verboten haben. Nach deinem Tauchgang. So. Es ist an der Zeit, dass ich was sage. Fritz, geschieht ein großes Unrecht. Mutter, lass das. Ich muss es jetzt sagen. Fritz hat die Tour mit den Engländern nur deshalb geschmissen, weil ich ihn zum Gespött der Leute gemacht habe. Denn nicht er hat den Kahn kentern lassen, sondern ich. Ich habe auf dem Heimweg gestarkt. Du? Was soll das, Großmutter? Vater Ihr habt mich, weil ich Steffi mitgenommen habe, zu einer alten Frau abgestempelt, die nicht mehr ganz richtig im Kopf ist und der man deshalb Kinder nicht mehr anvertrauen kann. Ist es vielleicht ein Verbrechen, Kinder an alte Sitten zu erinnern? Ihr alle, na, fast alle, die ihr hier sitzt. Seid von Kindheit an mitgegangen und Jahr für Jahr wieder mit hingewollt. Und zwar mit dem Kahn. Aber das habt ihr jetzt vergessen. Wie den Tag auch. Nur Michaela nicht. Ich danke dir für die Rose, mein Kind. Steffi hat sie ins Wasser geworfen. Ja, also ich habe meinen Sohn, euren Vater und Großvater dazu überredet, mit Steffi und mir mit dem Kahn zum Teufelseck zu fahren, um des Toten zu gedenken, wie wir das ja eigentlich schon seit 59 Jahren getan haben. So, also, ich habe das Unglück verursacht. Ich mache mir auch große Vorwürfe deshalb. Ich danke dir, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Dann habe ich alles gesagt. Und fühle mich wohl. Hol Wein. Ja, was will ich ihm? Starker? Ja, was will ich ihm?